2021 war schon ein richtig cooles Jahr, was Apple-Produkte angeht. Die neue Apple Watch 7, das neue iPhone 13 Pro, der neue iMac und die AirPods 3. Aber 2022 verspricht noch viel, viel cooler zu werden. Von AirPods Pro 2 zu iPhone 14, zum neuen iMac und der neuen Apple Watch Series 8. In diesem Video möchte ich euch mal alle Apple-Gerüchte zusammenfassen und ja, euch zeigen, was uns nächstes Jahr erwartet. Also bleibt gespannt und viel Spaß! Kommen wir mal zu den AirPods. Ich weiß, wir hatten jetzt gerade erst neue AirPods, und zwar die AirPods 3. Aber so langsam wird es Zeit, auch die AirPods Pro abzugraden. Und das soll wohl laut Quellen nächstes Jahr passieren mit den AirPods Pro 2. Viel wissen wir darüber tatsächlich noch nicht. Es gibt einige Leaks, wo man erkennen kann, dass dieser Stil von den AirPods gar nicht mehr da ist. Also sozusagen wie bei den Kopfhörern von Samsung. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich diesen Renderings glauben würde. Ich persönlich denke das nämlich nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo diese ganze Technik, die in dem Stil verbaut ist, wo das hin soll. Und dann vor allem der Kopfhörer so groß bleiben soll wie vorher. Außerdem finde ich persönlich nicht, dass das wirklich gut aussieht. Da können wir gespannt bleiben, dass AirPods Pro 2 Ende nächstes Jahres rauskommen soll. Ist wohl ziemlich safe. Wie genau sie aussehen und was für Leaks es zu diesen AirPods gibt, ist erstmal weiterhin nicht wirklich bekannt. Das iPhone SE ist bei vielen Leuten ein sehr beliebtes Handy, da es so ein Mittelding ist zwischen sehr gutem Handy und nicht so viel Geld ausgeben. Nächstes Jahr soll das iPhone SE 3 rauskommen, was eigentlich so ziemlich gleich aussehen soll, nur schneller sein soll und 5G-Kompatibilität hat. Aber es soll auch ein iPhone SE 4 rauskommen, was ein anderes Design hat und größer ist. Zusätzlich soll es 4 GB RAM haben, das heißt, die iPhone SE-Fraktion wird auf jeden Fall laut Quellen nächstes Jahr ein gutes Upgrade bekommen. Aber sind wir mal ehrlich, das wirklich interessante Handy ist das iPhone 14. Denn für dieses gab es ja seit dem iPhone 13, ich glaube an dem Tag, wo es released wurde sogar schon, richtig krasse Leaks, die ja höchstwahrscheinlich stimmen sollten, denn diese kommen von ganz vielen verschiedenen Quellen. Und in den Renderings von John Prosser haben wir gesehen, dass wir ein volles Display haben ohne die Notch und wir eine Punch-Hole-Kamera haben. Das Design wird dem des iPhone 4 ähneln. Also wir sehen hier zum Beispiel wie beim MacBook Pro, dass wir designtechnisch ja etwas zurück in die Zeit gehen. Denn man kann sehen, diese Glasrückseite vom iPhone 4 haben wir wieder und generell so ein bisschen die Form. Dieses wird aber nur bei dem Pro und bei dem Pro Max diesen Bildschirm haben. Das iPhone 14 soll wahrscheinlich dann wieder eine ganz normale Notch haben. Und das ergibt für mich auch Sinn, denn endlich wäre das Pro dann wirklich ein Pro-Handy, wo es sich halt wirklich lohnt, es zu kaufen. Da hätte Apple halt wirklich einen Grund zu sagen, hey, schaut mal her, das hier ist das Pro. Und ich glaube, viele Leute würden dann extra das Pro holen, nur weil es so viel anders aussieht. Und ich muss persönlich sagen, dass wenn das iPhone so rauskommt, ich persönlich finde, dass das auf jeden Fall das schickste iPhone ist, was es dann gab. Aber bleiben wir mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich hoffe, dann wird das irgendwann noch die nächsten Jahre, auch wenn es dauert, so sein, dass wir nur noch Display haben und die Kamera unterm Bildschirm ist. Und wir bekommen USB-C. Was? Kein USB-C? Vergesst den letzten Punkt. Mit USB-C lässt sich Apple wohl noch etwas Zeit, warum auch immer. Vielleicht, weil sie das Patent auf Lightning haben und damit noch Geld verdienen. Naja, hoffentlich kommt es dann die nächsten Jahre. Kommen wir mal zur Apple Watch. Dieses Jahr haben die Leaks auf jeden Fall nicht gestimmt und wir hatten nicht das Design, was sich die meisten Leute entweder erhofft oder was die meisten Leute erwartet haben. Und laut John Prosser ist es allerdings so, dass er sich absolut sicher ist, dass dieses kantige Design vorliegt. Also es gibt diese Apple Watch. Er hat wirklich Bilder bekommen von internen Leuten, die diese Uhr fotografiert haben. Es ist nicht so, dass irgendjemand die kopiert hat und vielleicht was gebaut hat und es nicht stimmen kann, könnte. Er hat diese Uhr wirklich mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, es gibt sie. Sie ist trotzdem dieses Jahr nicht rausgekommen. Seine Theorie war, dass es da einfach Verzögerungen in der Verarbeitung und Lieferung gab und deswegen eine Series 7 her musste, die etwas anders aussieht als dieses eckige Design. Er ist sich aber sicher, dass dieses auf jeden Fall nächstes Jahr kommen wird. Andere Quellen berichten auch, dass es 3 Apple Watches geben wird. Also wahrscheinlich die SE, die Series 8, also die ganz normale Series-Serie und eine Art Sport-Apple Watch, die ein bisschen robuster sein soll. Ich bin mir auch sicher, dass es kommen wird, weil es würde auch einfach zu den anderen Apple-Produkten passen. Zum iPhone 13, was ja dieses eckige Design hat, zum iMac, zum MacBook. Also deswegen, in meinen Augen, müsste das einfach echt kommen, allein designtechnisch. Und John Prosser ist sich hier 100% sicher. Ich persönlich würde mich auf diese Uhr echt freuen und mir sie auch kaufen. Damit hätten wir endlich eine Apple Watch, wo ich sagen würde, hier haben wir mal wirklich ganz viel Neues und ja, für mich wäre das sehr interessant. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr diese Uhr feiert. Kommen wir mal zum iMac, denn dieser ist ja vor einiger Zeit rausgekommen und war auf jeden Fall ein voller Erfolg für Apple. Und nächstes Jahr soll wohl der 27 Zoll iMac rauskommen, da für viele Leute der alte iMac, also
der jetzt neue iPad gerade, 24 Zoll. Dieser wird dann auch mit dem M1 Pro oder M1 Max Prozessor ausgestattet sein. Viel mehr wissen wir darüber noch nicht. Auf jeden Fall hört es sich so an, als würde 2022, was Apple-Produkte angeht, echt ein sehr, sehr interessantes Jahr sein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ist eigentlich so euer Lieblingsprodukt? Sagen wir mal, das stimmt alles, was ich euch gesagt habe. Was wäre das Produkt, wo ihr sagen würdet, okay, das finde ich am coolsten? Ich glaube, für mich persönlich gibt es zwei Favoriten. Definitiv das iPhone 14, denn ich besitze noch das iPhone XS und langsam wird Zeit für ein Upgrade. Und die Apple Watch, entweder Series 8 oder diese Sportversion, je nachdem, was diese eckige Form bekommt. Denn auf die war ich, gebe ich zu, wirklich richtig, richtig scharf, dass sie dieses Jahr rauskommt. Weil ich besitze jetzt gerade die Apple Watch Series 5 und ich bin der festen Überzeugung, man sollte die Apple Watch nicht jedes Jahr wechseln. Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Aber würde sie so aussehen, dann würde ich sie definitiv tauschen. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr so darüber denkt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.